So, da bin ich wieder zurück. Wir haben mittlerweile die 2,5-Stunden-Marke geknackt. What the fuck? Mami! Fackel links, okay. Großer Raum, da habe ich noch gesagt, da ist es schwer bei so einem Räumen die Fackel links zu halten. Rechts ranzubringen. Genau. Nein! Doch. Das hätte jetzt auch schlimmer ausgehen können. So, hier ist die Fackel links. Da ist die Fackel links. Da ist die Fackel links. Dort auch. Ein Glück ist hier gut ausgeleuchtet, dass hier nicht andauernd irgendwelche Viecher vorbeischneien. Da sind die Fackeln wieder rechts überall. Da auch. Und hey, guck mal, wer da ist. Das ist Mr. Kabum. Sehr nett von dir. Okay, die Fackel muss denn da gewesen sein. Hey, sie war auf der linken Seite. Dein Ernst? Hier, komm, weg mit dir. Ich gucke jetzt einfach mal, wo ich ankomme, wenn ich hier hochspringe. Und hier war ich doch vorhin schon mal. Genau. Hier kam ja gerade... Ja, doch, eigentlich gerade eben die Lava entgegen. Dann bin ich da lang gelaufen. Gucken wir erstmal, was wir... Hier haben wir nur rechte Fackeln. Rechte Fackeln. Aber da oben. Hier ist die Fackel links. Hier habe ich Holz abgebaut. Weil ich welches für Fackeln gebraucht habe. Habe ich mich hier rüber gebaut? Beziehungsweise vorher scheine ich mich darüber gebaut zu haben. Eieiei, und dann kam ich von hier aus, genau. Da waren die fliegenden Schienen. Das ist schon eine ganze Weile her. Jetzt vergleichsweise mit der Spielzeit. Dann ging es hier lang. Dann kam ich von anscheinend dort. Wunderbar. Links. Ehemaliger Spinspawner links. Rechts. Auch nur rechts. Macht keinen Sinn, dass die Fackeln hier unten links sind. Aber vielleicht kommen wir ja von hier aus dann nach oben. Links. Rechts. Au, mein Hintern. Links. Macht schon wieder keinen Sinn. Da komme ich nämlich dann von da. Wie gesagt, ich bin hier das Rondell hin. Hier bin ich gerade eben schon mal runtergefallen. What the fuck? So. Langsam wird es zu einer kleinen Farce. Ich bin hier schon dreimal an demselben Zeug vorbei. Vielleicht sind über mir wieder die... Ach, wir sind wieder beim Skelett-Spawner. Natürlich. Wollte gerade sagen, gleich sind über mir wieder die schwebenden Schienen. Und warum auch immer sind wir wieder beim Skeletto-Spawner. Skelett-Spawn! Und das war wissenschaftlich ausgedrückt. Da habe ich irgendein Shit mit Steine gebaut.
Hier ist dunkel. Warum sind die hier links? Aha! Ah! Sehr schön. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass sich hier eine Mine befindet. Da lang. Das war der Spawner, der eigentlich gar nicht so unweit von der Höhleneingang war. Hier habe ich mich noch gar nicht mal dazu entschlossen, die Fackeln immer auf die rechte Seite zu machen. Nö. Da. Und natürlich, wenn wir rauskommen, ist es Nacht. Aber wir sind wieder draußen, Leute. Welch schöne Natur. Alter. Alter. Sie wollen mein Gold und meine Smaragde. Okay, für diese Nacht behalten wir die Höhlen-Playlist mal noch an. Ah, fuck. Hau ab! Lass mich in Ruhe essen. Entschuldigung, da bin ich gerade gegens Mikro gekommen. Nein! Narige! Ah, wow! Wäre ich ja beinahe in die Falle getappt. Ach, scheiß doch die Wurst drauf, ey. Lass mich in Ruhe! Ich hab genug von euch. Da ist ein Enderman. Enderman, ich hab... Irgendwie klang das für mich selbst gerade, als wenn ich Enderman gesagt habe. Was ein bisschen rassistisch wäre. Aber mit einem Kürbis werdet so einfach Endermaner zu töten. Ja, komm her, du Scheißspinne. So. Dann laufen wir einfach mal ein bisschen weiter. Da ist gerade ein Stück meiner Rüstung kaputt gegangen. Oh ja, mein Helm ist futsch. Da haben die Spinnen ganze Arbeit geleistet. Mal wieder auf den Helm zu attackieren. Ich hoffe mal, ich laufe jetzt gerade in die richtige Richtung. Auf jeden Fall bin ich hier erstmal ein bisschen in Ruhe. Was mir aber nicht viel bringt. Ich bräuchte am besten einen kleinen Unterschlupf erstmal. Ein paar Samen, die hier einfach so rumliegen. Sehr interessant. Da hinten sind normale Bäume. Normaler Wald. Gucken wir da einfach mal nach. Und falls ihr jetzt irgendwelche Töne die ganze Zeit hört, irgendwie so ein kurzes Fiepen, das ist meine Katze, die schnarcht. Die ist hier neben mir voll eingeratzt. Die war gerade die ganze Zeit voll euphorisch irgendwie. Huh, was macht der da? Warum kommentiert er da so hektisch? Und jetzt ist er einfach eingepennt. Denn wir haben es ja rausgeschafft, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Aus der Höhle. Ja! Das ist echt ein Grund zum Feiern. Aber noch sind wir nicht zu Hause. Noch ist es nicht nach Hause gebracht. Ich hoffe wenigstens, dass gleich der Tag anbricht. Whoa, Doppelcreeper!
Ich hoffe, dass gleich der Tag anbricht, damit ich die Playlist ändern kann. Die Lieder gehen mir auf den Sack. Aber ist denn da zu fassen, wie viele Smaragde haben wir jetzt? 11. Wir haben 11 Smaragde gefunden. 11 gottverdammte Smaragde in dieser verschissenen Höhle. Und keinen einzigen Scheiß. Ich meine keinen einzigen Diamanten. So. Das ist aber ernsthaft so, also. Das ist wirklich, ich habe sonst noch nie Smaragde gehabt und jetzt 11 Stück schon. Aber damit können wir dann ordentlich handeln, hoffe ich mal. Was so NPCs und so angeht. Vielleicht haben sie ja was Feines für uns. Vielleicht haben die ja ein paar Diamanten für uns. Okay, hier ist die Wüste. Ich hoffe, das ist die richtige Wüste. Ich gucke jetzt noch nicht nach den Koordinaten. Ich versuche erstmal so nach Hause zu finden. Okay, hier bin ich definitiv falsch. Denn dort fängt wieder ein Dschungel an. Und wie ihr wisst, ich hasse Dschungelbiome. Also hassen ist jetzt eigentlich ein böses Wort. Ich mag sie halt nicht. Guckt euch das da mal an. Guckt euch das hier mal an. Das ist ein Tempelbrunnen. Von einem Wüstentempel. Alter Schwede. Uiuiui. Ich bin nicht voll mit Energie und Hunger und so, meine ich. Normalerweise sagt dieser Brunnen dir an, dass irgendwo in der Nähe ein großer Tempel ist, glaube ich. Oder ist es wirklich einfach nur ein Brunnen mitten in der Wüste? Weil sonst wäre hier irgendwo ein Wüstentempel. Aber was ich jetzt wirklich mal machen möchte, auch in der Befürchtung, dass dabei jetzt wieder Minecraft abschmiert, das ist okay. Ja! Wir sind lebend aus der Höhle raus. Und das ist ein Augenschmaus. Zu sehen. Ach ja. Zu sehen, wie das Tageslicht mir in meine Augen bricht. Und ich damit wahrnehmen kann, dass alles so schön grün und saftig ist. Und dort ist eine kleine Schweineparty. Und ich hoffe, das hier ist nicht so extrem asynchron. Die Smaragdhöhle hat uns wirklich viel gebracht. Und dieses Bio hier mit den Gräsern ist voll cool. Und ich finde das einfach mal so cool. Und wir haben hier irgendwie drei Biome oder vier aneinander. Das finde ich doch ganz cool. Da wollte ich einfach mal bei meiner privaten Karte etwas machen. Das hat aber nicht so hingehauen, weil ich dann plötzlich irgendwie andere Gebiete hatte. Das sollte Freestyle sein, aber das hat nicht hingehauen. Aber das ist scheißegal, denn ich singe einfach nochmal. Ja, Freunde, wir haben überlebt. Und halbe. Da ist mir kein Reim eingefallen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich finde, das hier ist echt eine super Gegend, die man einfach mal mit Zeug zubauen könnte, wenn wir hier leben würden. Wüste. Dieses Wüstenvideo hat bestimmt noch irgendwie einiges für uns paar. Gerade und ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Ich guck mal unsere Koordinaten an.
und meine Katze liegt auf den Koordinaten und das ist blöd, denn ich will sie nicht wecken und deswegen werde ich einfach mal versuchen, irgendwie frei Schnauze hier jetzt den Weg nach Hause zu finden und mache mir jetzt einen Kompass, aber dazu müsste ich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen Eisen schmelzen und damit müsste ich... Da ging mir gerade ein bisschen die Luft aus, weil wie ihr vielleicht wisst, ist meine Nase zu und wow! Ist das alles Stein? Ja. Krass. Ah, wie geil ist das denn? Da ist Lava einfach mal. Wir haben mal so ein Lavabecken. Hier ist einfach mal überall Stein und da ist Sandstein drunter. Bist nicht rein zufällig ein Tempeleingang? Moment mal. Das ist nicht nur irgendeine Steinwüste. Wüste mit Stein. Das ist unsere Wüste mit Stein. Wir kommen nach Hause. Ich erinnere mich. Jawohl. Da hinten ist das Winterbio. Irgendwo müsste ja hier jetzt demnächst noch eine Fackel erscheinen. Die mir eventuell den Weg anzeigt. Ja! Genau, und hier geht die Eisfläche rüber. Zum Winterbio. Fackel. Ah, geile Scheiße. Ist mein Orientierungssinn vielleicht doch im Endeffekt doch gar nicht ganz so schlecht, wie ich immer sage. Ist das vielleicht möglich? Ist es denn die Möglichkeit, dass wir letzten Endes... Da ist es! Mein geliebtes Haus. Oh mein Gott, wie toll. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Freunde. So, Smaragde. So, dann machen wir auch die Goldbahn damit rein und das Lapis. Na gut, Lapis ist so eine Sache. Kann ich nämlich gleich zu Lapis Lazuli Blöcken machen? Achso, da muss ich dann Neuner machen. Okay, gut, dann packen wir es erstmal so rein. Ach, die Enderperle. Brauchen wir für später. So, dann gucken wir mal. Die Melonenkerne können da rein. Die Kürbiskerne können da rein. Der Pflasterstein kann erstmal da rein. Und die Eimer. La 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 la. Wir sind wieder zu Hause und das freut mich so sehr. Ich finde es einfach klasse, dass wir es geschafft haben und wieder zurück zu Hause sind. Da 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 da. Wir sind wieder zu Hause und ich mach nen Freudentanz und da 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 da. Wenn, dann muss es schon richtig sein, selbst wenn es scheiße aussieht. Ich weiß nicht. Freunde, Freunde, Freunde. Das war doch mal ein Abenteuer in Minecraft. Wir sind Level 38 mittlerweile. Wir haben Unmengen viel Eisen gefunden. Wir haben 11 Smaragde. Wir haben eine Enderperle
und Gold. En masse. Wir haben Redstone mehr als genug und sind mit mehr Essen zu Hause zurück, als wir losgegangen sind. Was ein bisschen komisch ist. Aber dann würde ich sagen, beende ich diese Aufnahme von Minecraft. Es ist mittlerweile 2.14 Uhr morgens am 24.10.2012. Aber damit würde ich dann auch sagen, ich bin HBK. Das war's mit Let's Play Minecraft für diese Folge. Und ich sage mal Tschüss, bis dann.